Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung von Gropecraft. Der Flo ist da und Dopination ist der GM und sie haben mir kurz VIP gegeben und ich zeige euch jetzt mal, was wir so alles schon gebaut haben. Ja, das ist der Spawn hier und da gibt es mal ein schwarzes Brett, schön durchsichtig. Und ja, da kommt das Wissenswerteste hin. Hier sind die Spawns, die zeige ich dann euch später noch. Die Welten. Also da könnt ihr zum Beispiel in die Farmwelt gelangen oder in die PvP-Welt. Das ist das Rathaus. Da ist noch nicht alles voll eingerichtet. Bisschen leer noch, aber das wird dann so kurz hinten oben schauen. Ja, da ist noch nichts eingerichtet. Also es ist nagelneu der Server und ja, wird alles noch gemacht. Ja, und das ist ein Haus. Ja, auch schön gebaut. So, gehen wir zum Leuchtturm. Der Leuchtturm, ja, rund, finde ich schön. Ja, hier werden noch mal die Regeln Ding und hier kann man sich wahrscheinlich freischalten. Genau, kann man drauf gehen und dann bekommt man einen Rang über Standard wahrscheinlich oder Bürger oder so. Und ja, das war eigentlich das Größte hier auf dieser Welt. Ich kann euch noch zeigen, wo ich baue. Da oben beim großen Baum. Dort geht Topination, baut sich Topination 1 und da drüben Flosters. Ja, mal gespannt, was ich so baue hier. Das kommt dann alles dann in den nächsten Vorstellungsvideos, weil alles noch ein bisschen neu ist. So, und das ist Hans. Nur 3 Karotten am Tag für den insgesamt, also er darf nicht zu viel essen ist, sonst wird er zu fett. So, also gehen wir mal in die Welten. So, ups. So, das ist so die Portallobby und ja, hier könnt ihr sehen, wo es hingeht. Da kann man zurück in die Stadt, da in die Farmwelt und hier in die nette Farmwelt. Und da drüben kommen dann PvP und RVR oder so. Mal schauen. Also gehen wir mal in die normale Farmwelt. Hier könnt ihr alles abbauen, was ihr abbauen könnt. Alles farmen. Und ja, damit einfach in der Dorfwelt nichts gefarmt wird, aber die Rohstoffe irgendwo herbekommen könnt, haben wir diese Farmwelt gemacht. Und das gleiche ist im Nether, also eben für den Nether. Und die Farmwelten werden immer wieder resettet. Und damit ihr halt ja, immer wieder etwas Neues habt und nicht die ganze Zeit irgendwo hinrennen müsst. Ja. Also gehen wir zurück. Und eben die PvP und Arenen und RVR kommen bald. Wir sind noch alles im Aufbauen und ja, bin mal gespannt, was sich so entwickelt. So, gehen wir wieder zurück. Und ja, dann bin ich mal, ja, fertig mit dem Part und wir sehen uns dann im zweiten Part wieder, wenn dann mehr, ja, wenn es vor allem öffentlich ist und dann mehr gebaut wurde. Ja, ich bin gespannt, also, danke Flo und danke Tobi für den Server und ich hoffe, er wird gut. Also, ja, den Brunnen noch kurz anschauen. So, ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal, bye.